Videos. Das Sportpark-Team unterstützt euch, in Form zu bleiben. Schön, dass ihr dabei seid. Legen wir los mit einer Pilates-Einheit. Ihr dürft euch dafür gerne eine Matte bereitlegen. Schuhe braucht ihr keine. Gerne entweder sockig oder barfuß. Und wir starten dann in Bauchlage. Legt euch ganz locker erstmal ab. Die Hände übereinander, Stirn ganz locker ablegen. Versucht wirklich die Schulter locker zu lassen. Die Hüftknochen sind ganz locker, die Beine sind locker. Stirn ablegen und ganz tief durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Erstmal ankommen. Versucht wirklich ganz tief und bewusst zu atmen. Nehmt nochmal zwei tiefe Atemzüge. Und dann atmet ein. Zieht das Schambein zu euch nach oben. Bauchnabel nach innen ziehen. Während dem Einatmen halten. Kurze Pause, versucht die Spannung zu halten und mit dem Ausatmen löst die Spannung wieder. Einatmen, Spannung aufbauen, Schambein nach oben ziehen, Bauchnabel nach innen ziehen, als würde ihr hier so eine kleine Kuhle machen, damit kleine Ameisen durchlaufen können unter dem Bauch. Spannung halten und ausatmen, Spannung wieder lösen. Jeder gerne im eigenen Atemrhythmus. Einatmen, Spannung aufbauen, Spannung halten. Ausatmen, Spannung lösen. Mit dem nächsten Einatmen wieder die Spannung aufbauen. Die Spannung halten. Ausatmen, immer noch die Spannung halten. Einatmen, spürt immer noch die Spannung. Und erst mit dem nächsten Ausatmen Spannung lösen. Einatmen, Spannung aufbauen. Spannung einen Atemzug halten. Und erst mit dem nächsten Ausatmen wieder lösen. Nochmal. Einatmen, Spannung halten. Und erst mit dem nächsten Ausatmen Spannung lösen. Wir nehmen unsere Beine im Wechsel mit Atmen ein. Spannung aufbauen, Spannung halten, löst ein Bein gestreckt, sodass das Knie wirklich gestreckt von der Unterlage kommt. Spannung immer noch halten, einen Atemzug halten und erst mit dem nächsten Ausatmen das Bein lösen. Seite wechseln, einatmen, Spannung aufbauen, ein Bein lösen, immer noch die Spannung halten. Und mit dem nächsten Ausatmen wieder lösen. Jeder eigenen Rhythmus. Versucht das Bein immer im Wechsel, soweit es geht, von der Unterlage zu lösen. Spannung dabei halten.
Spannung aufbauen, löst das rechte Bein. Von hier Spannung halten, einmal den Fuß anwinkeln, Zehenspitze ranziehen, das Bein ein Stückchen höher halten. Langsam wieder strecken und mit dem Ausatmen lösen. Einatmen, anspannen, das Bein gestreckt anheben, Spannung halten, weiteratmen, das Bein anwinkeln, Zehenspitze flexen, richtig schön anheben, Spannung halten. Langsam wieder nach vorne strecken und ausatmen. Erst jetzt die Spannung im Bauch lösen, im Beckenboden lösen. Hier im eigenen Rhythmus. Jede Seite nochmal. Einatmen, Spannung aufbauen, löst jetzt beide Beine richtig weit nach oben. Spannung halten und versucht auch ein kleines bisschen den Oberkörper anzuheben, Schultern zurückziehen. Haltet die Spannung, spürt nochmal richtig in den Rumpf, in die Bauchdecke. Noch einen Moment halten, einatmen und ausatmen, langsam lösen. Hände einmal aufsetzen, drückt euch kurz nach hinten. Kommt in die Gegenposition, Arme zurückschieben, ganz kurz locker lassen. Und tief einatmen. Langsam mit dem nächsten Ausatmen aufbauen. Und dann setzt die Hände vorne auf. Kommt in eine Stützposition. Schultern zurückziehen, der Blick geht nach unten. Schiebt langsam das Becken so ein kleines bisschen nach vorne. Bauchnabel auch hier nach innen ziehen. Schambein nach oben ziehen. Spürt die Spannung im Rumpf. Von hier langsam unter Spannung nach unten absenken. Ablegen, auch hier noch die Spannung halten. Ganz kurz die Beine lösen. Langsam wieder absenken. Spürt immer noch die Spannung, richtig Bauchnabel nach innen ziehen und langsam wieder nach oben drücken. Kurz zurücksetzen. Hier die Spannung lösen. Und langsam vor. Schultern zurück, Bauchnabel nach innen ziehen. Spürt die Spannung, richtig die Spannung aufbauen. Nach unten absenken, immer noch die Spannung halten, auch wenn ihr jetzt schon am Boden seid. Beine anheben, unter Spannung. Langsam wieder tief, Spannung halten, nach oben drücken. Und erst, wenn ihr euch nach hinten setzt, kurz die Spannung lösen. Und wieder nach vorne. Schultern zurück. Spannung halten, nach unten absenken. Unter Spannung, die Beine anheben. Und langsam wieder nach oben. Spannung halten und erst jetzt wieder lösen. Locker lassen. Zweimal noch. Kommt nach vorne. Spannung halten, Schultern zurück. Langsam tief. Spannung halten, Beine anheben. Nach unten absenken die Beine. Drückt euch langsam unter Spannung nach oben. Und lösen locker. Einmal noch. Spannung aufbauen, Schultern zurückziehen. Geh langsam tief, halte die Spannung. Nach oben anheben. Langsam absenken. Nach oben. Und zurück. Sehr gut. Nach vorne. Nochmal die Spannung aufbauen, Schultern zurückziehen. Wir gehen tief. Kurz vor dem Boden und wir drücken uns wieder nach oben. Spannung die ganze Zeit,
Schultern immer wieder richtig weit nach hinten. Kontrollieren, ob die Spannung da ist. Nach unten absenken. Und wieder unter Spannung nach oben. Schultern tief, Spannung halten. Versucht drei Stück noch durchzuhalten. Wenn es gar nicht mehr geht, kurz ablegen in Bauchlage. Erst unter Spannung, wieder nach oben drücken. Komm, zwei Stück je nach. Und einer. Und zurücksetzen. Kurz die Arme locker lassen. Gerne auch nochmal die Schultern fallen lassen. Arme auslockern. Durchatmen. Bewusst die Spannung ganz aus dem Körper rausnehmen. Mal nachspüren. Und dann kommt wieder nach vorne. Dieses Mal setzen wir die Unterarme auf. Je weiter die Knie hinten sind, desto anstrengender wird die Übung. Je weiter die Beine nach vorne nehmt, desto leichter. Macht das so, dass es für euch passt, dass ihr die Spannung halten könnt. Als allererstes Schultern zurückziehen. Jetzt das Becken so ein kleines bisschen nach vorne schieben. Den Bauchnabel nach innen ziehen. Schaut mal nach oben. Spürt auch hier wieder die Spannung im Rumpf. Haltet die Spannung. Und jetzt dreht euch ganz langsam. Knie zusammennehmen. Einmal aufdrehen. Versucht die Schultern zurückzuziehen. Seid lang. Spürt immer noch die Spannung. Vielleicht spürt ihr jetzt ein bisschen mehr die seitliche Bauchmuskulatur. Dreht euch langsam wieder zurück. Knie aufsetzen. Becken nochmal richtig rund machen. Spannung spüren im Bauch. Langsam zur anderen Seite. Aufdrehen. Aufrichten. Spannung halten, spürt jetzt unten die seitliche Bauchmuskulatur. Haltet hier ganz kurz und langsam wieder zurückdrehen. Spannung halten und zur anderen Seite aufdrehen. Jedem eigenen Rhythmus. Versucht aber die ganze Zeit hier die Spannung zu halten. Richtig schön Spannung spüren und zurück. Wer die Übung etwas anstrengender haben möchte, darf natürlich gerne auch. Die Knie lösen, trotzdem die Spannung halte. Dreht euch dann auch hier auf. Haltet die Spannung. Schultern immer zurückziehen. Über die Mitte. Und zur anderen Seite. Geht natürlich auch um lange Hebel. Die ganze Zeit die Spannung halten. Und zurückdrehen. Auch hier, wenn es nicht mehr geht, Knie wieder aufsetzen. Übung trotzdem weiterhin durchführen. Immer in Bewegung bleiben. Spürt die ganze Zeit die Spannung. Jede Seite machen wir nochmal. Nochmal richtig auf die Spannung achten. Aufdrehen. Und nochmal zur anderen Seite. Zurück. Und noch einmal. Kommt auf einen Arm, haltet hier, Schulter zurückziehen, Spannung halten, Bauchnabel nach innen ziehen, spürt nochmal richtig hier die Spannung. Und wir machen jetzt eine ganz kleine Bewegung aus der Hüfte, ein bisschen nach oben schieben, das Becken nur ganz klein nach unten absenken. Und jetzt müsst ihr das richtig schön an der Seite spüren, versucht hier richtig die Spannung zu halten, nur klein absenken und wieder anheben. Nur ganz klein absenken und wieder anheben. Wenn ihr zwischendurch die Spannung verloren habt, kommt ihr erstmal in den Unterarmstütz, Beine, Unterarmen, erstmal die Spannung suchen und dann aufdrehen. Wir versuchen noch viermal. Drei. Zwei. Und einer noch. Und langsam lösen. Sehr gut. Den Arm locker lassen. Legt euch gerne ganz ab. Unteres Bein anwinkeln, oberes Bein kurz locker lassen. Kurz durchatmen, den Kopf entspannen. Und dann versucht auch hier einmal die Spannung einzusammeln. Das Becken so ein bisschen vorschieben, Bauchnabel nach innen ziehen, Schambein nach oben ziehen. Alles feste machen, vorne gerne stützen. Und dann löst das obere Bein.
Wir schieben jetzt das Bein ganz leicht nach vorne. Halten die Spannung im Bauch. Nehmen das Bein nach oben. Immer noch die Spannung halten. Und machen jetzt einen schönen großen Kreis. Langsam vor. Nach oben. Großer Kreis. Und zurück. Versucht die ganze Zeit, ganz egal ob das Bein nach vorne kommt, nach oben oder nach hinten, unten, hier die Spannung zu halten. Nach vorne. Und Kreis. Richtig schön. Großer Kreis. Immer wieder die Spannung einsammeln. Immer noch die Spannung halten, Becken nach vorne schieben. Jetzt einmal das Bein nach hinten schieben. Auch hier oben anheben, über vorne kreisen und zurück. Auch hier immer an die Spannung denken. Weit, großer Kreis. Weit nach hinten und wieder wechseln. Sehr gut. Spannung halten. Drei Kreise noch. Jawohl. Kommt langsam zurück zur Mitte. Wir nehmen den Arm etwas weiter weg. Der freie obere Arm zieht jetzt in Richtung Bein. Wir kommen leicht nach oben. Bauchnabel immer noch spüren. Jetzt dürft ihr das leicht auch wieder oben spüren in der Seite. Und tief setzen. Nach oben ziehen. Bauchnabel nach innen ziehen. So weit es geht. Zum Bein ziehen. Kurz halten. Und langsam wieder tief. Zieht nach oben. Richtig weit nach oben. Und wieder tief. Immer wieder versuchen, wirklich auf die Spannung, vor allem im Rumpf, im Unterbauch zu halten. Nach oben ziehen und wieder tief. Viermal kriegen wir noch hin. Vier. Dreimal. Versucht das Bein nicht schön parallel zu halten. Zweimal noch. Und einmal noch. Langsam lösen, kurz locker lassen. Dreht euch einmal ganz kurz auf den Rücken, die Beine nach vorne schieben, die Arme ganz kurz nach hinten, einmal ganz lang ziehen. Zwei, dreimal tief in den Bauch atmen. Und dann kommt langsam wieder zurück. Wir drehen uns einmal auf die andere Seite. Einmal die Beine nach hinten schwingen. Und dann als erstes beginnen wir wieder im Unterarmstütz. Knie positionieren. Erstmal das Becken nach vorne schieben, Bauchnabel nach innen ziehen. Halte die Spannung wieder im Rumpf. Schultern zurück. Und wenn ihr die Spannung spürt, dann dreht langsam wieder. Eine Schulter nach hinten. Kommt in den Seitstütz, richtig Schultern zurückziehen, Spannung halten. Darf sich jetzt gerne wieder so ein bisschen mehr in die Seite verlagern. Kurz halten. Langsam zurück zur Mitte. Auch hier wieder erstmal Spannung einsammeln, Becken vorschieben, Schultern zurückziehen. Und zur anderen Seite aufdrehen. Kurz halten, richtig Schultern zurückziehen, richtig öffnen. Und zurück. Auch hier gerne, wer möchte. Macht das Ganze im langen Hebel, trotzdem die Spannung halten, aufdrehen, Schultern zurückziehen, Spannung spüren und zur anderen Seite. Jederzeit könnt ihr natürlich auch die Knie wieder aufsetzen, immer in Bewegung bleiben, Spannung spüren. Richtig weit anheben.
andere Seite. Jede Seite nochmal. Nochmal auf die Spannung achten. Und dann drehe ich noch einmal zur anderen Seite. Jetzt ist die andere Seite dran. Einmal aufsetzen. Richtig schön weit nach oben kommen. Bauchnabel nochmal nach innen ziehen. Spürt die Spannung. Und auch hier schieben wir ganz leicht das Becken noch einen Ticken weiter nach oben und wieder so ein kleines bisschen nach unten. Nur eine kleine Bewegung. Etwas weiter anheben und gleich, gleich nach unten. Nach oben und leicht tief. Sehr gut. Viermal noch. Dreimal. Zweimal noch. Eine geht noch. Und langsam lösen. Ablegen. Den Kopf locker lassen. Unteres Bein anwinkeln. Ganz kurz auch das obere Bein noch entspannen. Auch hier erstmal richtig schön Bauchnabel nach innen ziehen. Schau mal nach oben ziehen. Spannung aufbauen, vor allem im unteren Bauch. Oberes Bein lösen. Spannung halten. Vorne gerne stützen und dann schiebt langsam das Bein vor, über oben das Bein zurückreißen und wieder nach vorne. Spürt die Spannung die ganze Zeit. Immer wieder einsammeln. Vor allem, wenn das Bein nach hinten geht, richtig schön hier die Spannung spüren. Und darf das richtig schön im Unterbauch spüren. Natürlich auch so ein bisschen hier oben im Bein. Dreimal. Zwei noch. Einer geht noch. Komm zurück zur Mitte. Spannung bleibt. Von hier starten wir direkt nach hinten. Zurück, über oben, nach vorne kreisen und wieder zurück. Spannung halten. Hier nochmal Schambein nach oben ziehen, Bauchnabel nach innen ziehen. Vergesst dabei niemals das Atmen. Dreimal. Zwei. Einer geht noch. Und von hier, das Bein bleibt gestreckt, den Arm locker lassen. Wir schieben wieder Richtung Fuß, kommen nach oben. Jetzt dürft ihr noch mehr die Seite spüren, kurz halten, langsam wieder tief. Trotzdem auch hier die Spannung im Unterbauch halten, nach oben ziehen. Das Bein bleibt möglichst parallel und wieder tief. Viermal gehen wir noch hin. Vier. Dreimal. Durchhalten. Und einer noch. Mal weit nach oben kommen, spürt die Spannung nochmal. Langsam lösen. Dreht euch auf den Rücken, Beine nach vorne, Arme zurück. Bauchdeckel anziehen und dann ganz bewusst in den Bauch atmen, durch die Nase einatmen. Bauchdeckel darf sich gerne nach oben anheben. Und ausatmen. Ganz tief und bewusst ein paar Atemzüge nehmen. Das war's von meiner Seite. Bleibt fit und gesund und bis zum nächsten Mal, euer Sportpark-Team.